Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Mein Name ist Schwester Elisabeth Bäbler. Wie Sie unschwer hören, komme ich aus der Schweiz. Ich bin Mitglied der Franziskanerinnen von Sissen und werde Ihnen heute Abend etwas zur Spiritualität der Franziskaner und der franziskanischen Familie erzählen. Ich würde mit ein paar biografischen Daten beginnen, dann kurz etwas zur Entstehung und zur Entwicklung des Ordens sagen und mich anschließend der Spiritualität und wie sie aus den Schriften hervorgeht, zuwenden. Geboren wurde Franziskus im Jahre 1181-82 in einer kleinen mittelitalienischen Stadt, Assisi. Er ist dieser Stadt sein Leben lang treu geblieben. Er war Sohn eines Tuchhändlers, den muss man sich nicht als kleiner Tuchhändler, sondern als großer reicher Tuchhändler mit internationalen Bedingungen vorstellen. Und auch einer, der davon profitiert hat, dass wir uns in einer großen Umbruchszeit befinden. Wir befinden uns in der Zeit des Umbruchs vom Tausch zum Geldhandel, das heißt, die Mobilität wird größer, die Städte erstarken und innerhalb der Städte haben wir ein aufstrebendes Bürgertum. Das heißt, auch die Machtverhältnisse beginnen sich zu verändern. Franziskus ist mittendrin in diesem Umbruch. Er nimmt sicher teil an den Auseinandersetzungen zwischen Adeligen und Bürgerlichen, zwischen Majores und Minores, und gerät im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen mit ungefähr 19 oder 20 Jahren in Gefangenschaft, ist ein Jahr in Gefangenschaft in Perugia, wird dann im Verlauf des Friedenshandels und durch sehr viel Geld, das sein Vater bezahlt, freigelassen. Und man kann schon auch sagen, dass das ein Ereignis ist, das seine Suche intensiviert nach seinem weiteren Leben. 1206 tritt er in den Büßerstand ein, also da haben wir eine klare, auch von außen ersichtliche Wende. 1208 schließen sich ihm die ersten Brüder an und schon 1209 werden es 12 sein und sie werden zusammen zum Papst nach Rom ziehen, um sich diese Regel oder das Propositum, das sie sich gegeben haben, anerkennen zu lassen. Sie bekommen eine mündliche Bestätigung, die später sehr wichtig werden wird, als es darum geht, die Regel dann anerkennen zu lassen. Denn 1215 mit dem Laterankonzil wurde beschlossen, dass keine neuen Regeln mehr zugelassen werden. Da Franziskus schon vorher diese mündliche Zusage hatte, konnte er doch eine eigene Regel dann päpstlich anerkennen lassen. Schon 1217 sind es 5000 Brüder. Wir haben also ein außerordentlich schnelles Wachstum dieser Gemeinschaft. Und ein wichtiges Ereignis für die persönliche Biografie von Franziskus ist 1219 bis 1221, Ende 1220, Anfang 1221, bricht er in den Vorderen Orient auf. Er ist dabei, als das Kreuzfahrerheer vor Damiette lagert, und geht von dort aus zum Sultan, um mit ihm zu sprechen. Und man geht heute davon aus, auch um mit ihm einen Friedensvertrag auszuhandeln, auf den das Kreuzfahrerheer dann nicht eingeht. Dieses Ereignis hat in Franziskus sehr große Spuren hinterlassen. Er kommt zurück, ist sehr beeindruckt vom Ruf des Muezzins und regt hier etwas Ähnliches an. Aus dem heraus wird nachher das Angelus läuten. Während seiner Abwesenheit kommen die Spannungen und die Verschiedenartigkeiten, die im Orden schon lange bestehen, so richtig zum Ausbruch. Und es ist einem Bruder zu verdanken, der dem Franziskus nachreist und ihn zurückholt, dass diese nicht vollends explodiert sind. Franziskus merkt, dass er dieser großen Fülle nicht mehr unbedingt gewachsen ist und es gibt auch von den Seiten der Bruderschaft her große Bemühungen, vor allem von den Gelehrten her, dass hier jemand an die Spitze des Ordens kommt, der eben eine entsprechende theologische Ausbildung hat. Darum verzichtet er ab 1221 auf die faktische Leitung des Ordens und legt diese zuerst in die Hände von Petrus Catani und dann von Elias von Cortona und
verschränkt sich auf die geistliche Leitung. In diese Zeit fällt auch eine persönliche innere Krise des heiligen Franziskus. Er hat das Gefühl, der Orden entgleitet ihm. Es gibt eine Szene, in der er sich bei Christus beklagt und Christus sagt, der Orden gehört nicht dir, sondern mir. Und auch ein inneres Gefühl von Gottferne. Die Krise wird beendet mit dem mystischen Erlebnis der Stigmatisation. Es wird in einem Film von Liliana Cavani sehr schön dargestellt, dass er nach dieser Szene, als Leo zu ihm kommt, ihn Leo anschaut und sagt, jetzt spricht Gott wieder zu mir. Über die letzten 2 Jahre wird nicht viel berichtet. Er scheint noch unterwegs gewesen zu sein, wird aber bald von der Bürgerschaft von Assisi zurückgeholt, damit gesichert ist, dass er in Assisi stirbt. Und er stirbt in Santa Maria degli Angeli, dieser kleinen Kapelle unten im Tal unterhalb von Assisi, seinem Lieblingsort, am 3. Oktober 1226, nach der ersten Vesper. Darum wird sein Festtag am 4. Oktober gefeiert. Zu Beginn war der Orden vor allem ein Zusammenschluss von Laien mit einzelnen Priestern, die aber von der Organisationsform her eher der heutigen Organisationsform eines Vereins glichen. Man nannte das Fraternitas, es gibt sie in Spanien und in Italien bis heute. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Erst langsam und allmählich hat sich daraus eine religiöse Gemeinschaft entwickelt und erst ab 1223 kann man wirklich von einem Orden sprechen. 1215 beginnen die ersten auch wirklich gebildeten, theologisch formal gebildeten Leute einzutreten. 1219 haben wir die erste Erwähnung von Franziskus und seiner Religio. Das war auf eine Anfrage der Bischöfe von Frankreich, die wissen wollten vom Papst, was es denn mit diesen Leuten auf sich hätten, die da von Mittelitalien kamen und doch sehr den Waldensern und den Albigensern geglichen haben in ihrer Art. Ab 1223 haben wir eine bullierte Regel, das heißt, wir haben eine offizielle Bestätigung der Kirche. Schon früh zeichnen sich 2 Strömungen ab. Eine, die stärker pastoral kirchenpolitisch auch unterwegs war, und die andere, die der ursprünglichen Einfachheit, der Bußpredigt, des einfachen Lebensstils, des Lebensstils unter den Armen verpflichtet war. Das dividierte sich nach dem Tod des Gründers noch weiter auseinander und 1230 haben wir das erste Mal eine Delegation der Franziskaner oder der Minderbrüder, die zum Papst geht und ihn in eigenen Fragen als Schiedsrichter anruft, weil offensichtlich innerhalb des Ordens keine Einigung mehr möglich war. Ein weiteres wichtiges Datum ist 1239, da wird als der erste Priester, als Generalminister gewählt. Ab da konnte der Generalminister auch de facto die Messe singen, wird in den Chroniken erwähnt. Das Zentrum schiebt sich von Assisi, von Mittelitalien, nach Paris. Ab dort sind die meisten der Generalminister vorherige Professoren der Universität Paris, also sehr hochgebildete Leute. 1239 werden auch Konstitutionen geschrieben, die unter anderem festlegen, dass keine Laien mehr aufgenommen werden. Das heißt, Franziskus wäre nach 1239 gar nicht mehr in seinen Orden aufgenommen worden und dass alle wichtigen Ämter von Priestern besetzt werden müssen. Trotzdem hält sich in der Gemeinschaft diese andere Strömung, diese den Anfängen verpflichtete Strömung, manchmal sichtbar, manchmal mehr unterirdisch und es kommt immer wieder zu Reformbewegungen. Im Laufe des 14. Jahrhunderts kommt es zu einer ganzen Reihe von Reformbewegungen, die 1517 alle unter dem Dach der Observanz zusammengefasst werden. Dort, zu diesem Zeitpunkt, geschieht auch die Aufspaltung in Minoriten und Franziskaner. Bald darauf, 1225, gehen die nächsten Reformbewegungen los.
die Kapuzinerin stehen und neben ihnen noch viele andere wie die Alkatariner oder die Reformati. Jede dieser Reformbewegungen begann wieder als Laienbewegung oder die meisten, möchte ich sagen, dieser Reformbewegungen begannen wieder als Laienbewegungen, gingen wieder in die Einsiedeleien zurück, gingen wieder in die ursprüngliche Einfachheit zurück, um dann wieder dieselbe Entwicklung durchzumachen, wie sie der Orden am Anfang durchzumachen hat, nämlich eine stärkere Einbindung auch in die Pastoral der Kirche, Rückkehr in die Stadt. Und alle diese Reformbewegungen werden dann 1898 wieder zusammengefasst und es entstehen die heute uns bekannten drei großen männlichen Zweige, nämlich die Kapuziner, die Mennoniten und die braunen Franziskaner. Als Mitglied einer Gemeinschaft des regulierten Dritten Ordens würde ich gerne auch noch zwei Worte zum Dritten Orden verlieren. Der Dritte Orden entstand als eine Sammlung oder eine Gemeinschaft im weitesten Sinn von Personen, die der Spiritualität des Franziskus verpflichtet waren, aber nicht in einen Orden eintreten wollten, also weder in den Männerorden noch in den entstehenden Klarissenorden, sondern mitten in der Welt leben wollten. 1221, nach 1221 entstand der zweite Brief an die Gläubigen, der heute als so eine Art Urpropositum dieses Ordens gilt. 1289 hatten wir eine erste offizielle Regel von Nikolaus IV. Der männliche Zweig, da gab es ab 1447 einen regulierten dritten Orden, der offiziell auch anerkannt wurde vom Papst. Bei den Frauen war die Situation etwas schwieriger, weil da immer auch die Thematik der Klausur mitspielte. Zudem waren die Frauengemeinschaften in kleinere Einzelgemeinschaften orientiert und wir haben dort die richtig große Blüte in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Allerdings gab es schon ab dem 13. Jahrhundert Frauengemeinschaften, die im Geiste des Franziskus zusammenlebten, allen voran Elisabeth von Thüringen mit ihren Mitschwestern, aber auch zum Beispiel in Dillingen gab es schon ab 1241 eine Franziskanergemeinschaft. Die große Blüte war, wie gesagt, im 19. Jahrhundert. Die meisten heute bestehenden franziskanischen Frauengemeinschaften sind dort entstanden, vor allem aus einem sozialen Zweck. Aber es gab auch in der ganzen Geschichte immer den sogenannten Säkularorden, der bis heute besteht und der auch einige ganz wichtige Persönlichkeiten hervorgebracht haben. Das waren Personen, die in keiner regulierten Gemeinschaft waren, sondern in ihrem Umfeld. Die waren verheiratet, die hatten ein normales Leben, wenn man so sagen darf. Dazu gehört zum Beispiel Thomas Morus, dazu gehört Franz Jägerstätter, dazu gehört Angela von Foligno als große Frauengestalt, Margarita von Cortona. Das sind Personen, die mit ihrem Alltag in ihrer Laizität die Gesellschaft mitgeprägt haben, in einem franziskanischen Sinn. Wenn wir die Schriften des Franziskus betrachten, dann haben wir einen relativ kleinen Korpus. Das sind sehr kleine, kurze Schriften. Die Regel besteht aus 12 Kapiteln, die haben auf einem A2-Bogen Platz. Wir haben ein paar Briefe, wir haben ein paar kurze Weisheitssprüche, die Ermahnungen. Im Gesamten, wie gesagt, ein kleiner Korpus. Was aber auffällt und was auch Paulazzi, der die letzte große kritische Ausgabe der Schriften gemacht hat, festgestellt hat, ist, dass das Vokabular und die Metaphern, die er gebraucht, die Bilder, die er gebraucht, sich durch die ganzen Schriften hindurch sehr konsistent durchziehen. Also man sieht, dass die alle aus einer Denkweise sind, das heißt, für die Spiritualität können die meisten als relevant betrachtet werden. Es gibt aber einige Texte, die in meinen Augen die Kernpunkte nochmal sehr genau herausarbeiten und mit denen möchte ich jetzt beginnen.
Vielleicht voraus doch noch zwei Worte zur Spiritualität und der Auffassung der Spiritualität. Darum geht es ja heute Abend. Was bei der franziskanischen Spiritualität auffällig ist, und damit möchte ich beginnen, auch um mich sozusagen auf die sichere Seite zu stellen, ist, dass es wohl kaum eine andere Spiritualität gibt, Ordensspiritualität, die so breit gefächert ist. Wir kennen keine franziskanische Theologie, wir kennen nur franziskanische Theologen, die untereinander sich nicht in allen Dingen einig sind. Das bedeutet, wenn ich heute über Spiritualität spreche, dann spreche ich über das, was ich denke und was ich empfinde, was franziskanische Spiritualität ist. Wenn Sie jemanden anderen fragen, werden Sie eine andere Antwort bekommen. Ich blende Ihnen zwei Listen ein, beide von sehr angesehenen Franziskanern, eines Niklaus Kuster und eines Fernando Uribe, die beide die Schriften wirklich gut kennen und auch sich lange und intensiv mit der Spiritualität auseinandergesetzt haben. Und wenn Sie die Listen sehen, werden Sie merken, dass die doch eigentlich relativ unterschiedlich sind. Darum würde ich gern mit einem dritten, Cesare Vaiani, beginnen, der sagt, die franziskanische Spiritualität kann auf drei Grundschlagworte reduziert werden. Angesichts der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht, scheint mir das die sinnvollste Variante zu sein. Er sagt, franziskanische Spiritualität kann sich auf die drei Schlagworte den Geist des Herrn haben, sine proprio, ohne nichts Eigenes oder ohne Eigentum und Rückerstattung reduziert werden. Wie soll ich sagen, Grundaxiom der franziskanischen Spiritualität ist Gott als der Gute. Das kommt in den Schriften des heiligen Franziskus mehr als einmal vor. Gott ist gut, er ist alles gut, er ist das höchste Gut. Und Gott als Guter bedeutet, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der zugewandt ist, der freundlich ist, der fürsorgend ist. Und das bestimmt den ganzen Rest der Spiritualität. Wir haben es hier mit einer trinitarischen Spiritualität zu tun. Franziskus, bis auf ein Gebet ganz am Anfang seines Büßerlebens, spricht Gott immer in seiner trinitarischen Form an. Immer als Schöpfer, als Erlöser, als Retter. Es kommen immer Vater, Sohn und Heiliger Geist vor. Ich möchte nun zwei, drei Schriftstücke mit Ihnen durchgehen, die in meinen Augen Ausdruck von diesen drei Schlagworten und von der trinitarischen Ausrichtung sind. Der erste Text stammt aus einer Meditation des Vater Unsers. Die Spiritualität des Franziskus entstand auch aus der sogenannten Ruminatio, das heißt ein Wiederkäuen, immer wieder Wiederholen eines Textes, bis Bilder und Assoziationen auftauchen. Das hatte auch etwas mit der itineranten Lebensweise zu tun. Die Brüder konnten keine Bücher mitnehmen, das heißt, sie waren darauf angewiesen, das, was sie am Morgen in der Messe gehört hatten oder das, was sie im Stundengebet lasen, nachher zu meditieren. Der du bist in den Himmeln, in den Engeln und in den Heiligen. Du erleuchtest sie zum Erkennen, weil du, Herr, das Licht bist. Du entflammst sie zur Liebe, weil du, Herr, die Liebe bist. Du wohnst in ihnen und erfüllst sie zur Seligkeit, weil du, Herr, das höchste Gut bist, das ewige Gut, von dem jegliches Gute kommt, ohne den nichts Gutes ist. Geheiligt werde dein Name. Aufleuchten soll in uns die Kenntnis von dir, damit wir erkennen die Breite deiner Wohltaten, die Länge deiner Verheißungen und die Höhe deiner Majestät und die Tiefe deiner Urteile. Sie sehen also, für Franziskus ist der Himmel nicht ein geografischer Ort, sondern ein personaler Ort.
Franziskus lebt aus der Beziehung und lebt in Beziehung. Auch die Adjektive, die er gebraucht, wenn er von Gott spricht, sprechen da für sich, sprechen auch für diese eher affektive Ausrichtung seiner Spiritualität. Eines der zentralen Texte, die an mehreren Stellen auftauchen und die in meiner Ansicht für das Selbstverständliche und die Identität der Franziskaner und der franziskanischen Familien zentral ist, ist folgender: Alle, die den Herrn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und ganzem Sinn, aus ganzer Kraft und ihre Nächsten lieben wie sich selbst und ihr verkehrtes Ich mit seinen Lastern und Sünden hassen und den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus empfangen und würdige Früchte der Buße bringen, o wie selig und gesegnet sind jene Männer und Frauen, die solches tun und darin ausharren. Denn auf ihnen wird der Geist des Herrn ruhen, und er wird bei ihnen eine Wohnung und Bleibe schaffen, und sie sind Kinder des himmlischen Vaters, dessen Werke sie tun, und sie sind Verlobte, Geschwister und Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Sie sehen, auch Franziskus war der Sprache seiner Zeit verpflichtet. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der vor allem Bußpredigten machte, das heißt Tugenden und Sünden predigte, und der erste Teil ist ganz klar. Das Interessante ist der zweite Teil hier, denn er beschreibt die Identität des Menschen als jemand, der mit den drei Personen der Dreifaltigkeit in einer familiären Beziehung sich befindet. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, dann sagt er dasselbe auch über die Jungfrau Maria. Sie sehen also, Maria ist für Franziskus die erste Jüngerin und sie zeigt uns, wie Jüngersein geht. Daraus ergibt sich natürlich eine hohe Würde des Menschen. Und das, was wir heute unter Geschwisterlichkeit nennen, hat auch damit zu tun. Denn Geschwister sind wir, laut Franziskus, weil wir alle demselben Ursprung entstanden, weil wir alle vom selben Schöpfer geschaffen worden sind, weil wir alle in diesen Beziehungen mit den Personen der Dreifaltigkeit sind. Das bedeutet, es gibt keine Unterschiede, und das war am Anfang der Bewegung auch sehr klar. Es gab keine Unterschiede zwischen Priestern und Laien in einem Zeitalter, in dem die Standesunterschiede sehr klar waren und sehr zementiert waren, war das eine revolutionäre Neuigkeit. Was das für heute heißt, heißt, es gibt keine Unterschiede in der Qualität, es gibt keine Unterschiede in der Würde des Menschen. Alle Menschen sind gleichwertig. Sie sind nicht gleich, das würde Franziskus auf keinen Fall unterschreiben, aber sie sind gleichwertig. Denn das Nächste ist, dadurch, dass jeder seine je einzelne Beziehung mit den Personen der Dreifaltigkeit hat, ist jeder auch einzigartig und muss diese Beziehung in dieser Einzigartigkeit leben. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, den Geist des Herrn haben. Der Geist des Herrn haben heißt, sich in die Mentalität Jesu einzufühlen, seine Mentalität zu übernehmen, aus seiner Perspektive zu handeln. Wenn eines klar ist, wenn wir die Evangelien betrachten, ist, dass Jesus nicht alle über einen Kamm geschert hat, aber keinen Unterschied gemacht hat zwischen den Personen. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den wir bis heute, glaube ich, behalten sollten, nämlich zu wissen, jeder ist einzigartig und jeder muss auch seine Spiritualität in seiner Einzigartigkeit und seiner Persönlichkeit entsprechend leben. Franziskus beschreibt das im Brief an den Orden folgendermaßen: Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, verleihe uns Armen, um deiner selbst willen das zu tun, von dem wir wissen, dass du es willst, und immer zu wollen, was dir gefällt, damit wir innerlich geläutert, innerlich erleuchtet
und vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt, den Fußspuren seines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, folgen können und allein durch deine Gnade zu dir Allerhöchster zu gelangen vermögen, der du in vollkommener Dreifaltigkeit und einfacher Einheit lebst und herrschst und verherrlicht wirst als allmächtiger Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das bedeutet, ich schwinge mich in die Beziehung von Jesus zum Vater ein, und innerhalb dieser Beziehung ist für Franziskus vor allem die Menschwerdung ein zentrales Bild. Und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Bild der Menschwerdung heraus, ergibt sich auch der nächste zentrale Punkt, das Sine Proprio. Sine Proprio, wir sprechen von Armut oder ohne Eigentum in Deutsch, aber Sine Proprio ist mehr, denn das Gegenteil der Armut ist für Franziskus nicht der Reichtum, sondern das sich aneignen, das Raffen. Und Sine Proprio geht weit mehr über die materielle Armut hinaus. Zu Beginn war die materielle Armut überhaupt kein Thema, denn alle, die eintraten, hatten alles weggegeben und man lebte auch gemeinschaftlich arm. Zu Beginn war die Armut vor allem ein Verzicht auch auf Machtpositionen. Es war ein Verzicht darauf, ein sich nicht aneignen von Gütern, ein sich nicht aneignen von Orten und auch ein sich nicht aneignen von Menschen oder von Wissen. Diesen letzten Aspekt zeigt sich sehr gut in einer dieser Weisheitssprüche der Ermahnungen. Der Apostel sagt: Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Jene sind vom Buchstaben getötet, die nur die Worte allein zu wissen trachten, damit sie unter den anderen für weiser gehalten werden und große Reichtümer erwerben können, die sie dann Verwandten und Freunden schenken. Also etwas wissen wollen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist für Franziskus das Gegenteil von Armut. Und jene Ordensleute sind vom Buchstaben getötet, die nicht dem Geist des göttlichen Buchstabens folgen wollen, sondern mehr danach streben, einzig die Worte zu wissen und sie anderen zu erklären. Wissen als Machtmittel, als etwas mehr können als die anderen, um es anderen beizubringen, um mich auf eine höhere Stufe zu stellen, ist auch für Franziskus ein Gegenteil der Armut. Und jene sind vom Geist des höchsten göttlichen Buchstabes zum Leben erweckt, die jeden Buchstaben, den sie wissen und zu wissen trachten, nicht dem eigenen Ich zuschreiben, sondern durch Wort und Beispiel Gott, dem höchsten Herrn, zurückerstatten, dem jegliches Gut gehört. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt, des Rückerstatten. Für Franziskus ist alles Geschenk. Gott ist der Gute, der uns alles schenkt, der uns alles zur Verfügung stellt. Darum müssen wir es nicht halten, sondern er wird uns das Nächste auch wieder zur Verfügung stellen. Und was wir machen können, ist es ihm wieder zurückgeben. In Wort und Tat. In Wort heißt es anerkennen, dass alles geschenkt ist. Das heißt loben und preisen. Und in Tat heißt es das, was Johannes Tunskotus, einer der franziskanischen Theologen, später Mitliebende werden nennt. Laut Johannes Tunskotus sind wir dazu geschaffen, Mitliebende zu werden. Das heißt, eben in diesem Geist Jesu, diese Liebe, die wir von Gott erhalten haben, unseren Mitmenschen weiterzugeben. Sowohl unseren Mitbrüdern und Mitschwestern, da braucht Franziskus das Bild der Mutter, also wie eine Mutter für ihren Sohn, so soll ein Bruder für den Mitbruder da sein, aber eben auch auf die ganze Welt bezogen. Daraus entstanden die karitativen Werke, da steht eine Elisabeth von Thüringen zum Beispiel dafür, aber auch eine Angela Merici, die sich der verarmten Mädchen annahm
und ihnen eine Bildung verschafft hat. Daraus entstanden auch diese Grundmentalität des zu schauen, was gerade die Not, die aktuelle Not ist, und da ganz pragmatisch zu handeln. Um die Lebensverhältnisse zu verbessern, zusammen mit dem Einfühlen, würde ich sagen, ging es darum auch zu schauen, was verbessert denn, also systemisch zu denken auch, nicht nur kurzfristig und zeitnah zu denken, sondern systemisch zu denken. Das führte zum Einsatz für das Gemeinwohl. Die Franziskaner waren an einem bestimmten Zeitpunkt auch so, dass sie sehr viel Geld bekamen und dieses Geld aber nicht selber behalten konnten und dann begannen zu überlegen, wie können wir denn ethisch sinnvoll investieren. Also die ersten Wirtschaftsethiker waren de facto Franziskaner, auch wenn das seltsam scheint, aber es ist eine Tatsache. Wenn die Schöpfung gut ist und Gott die Schöpfung gut geschaffen hat, können laut Bonaventura, laut Franziskus, kann Gott auch in der Schöpfung gefunden werden, können Spuren seiner Wirklichkeit in der Schöpfung gefunden werden. Franziskus ist der Verfasser des Sonnengesangs, des ersten Schriftstücks in italienischer Sprache, aber es steht auch für eine Weltzugewandtheit der Spiritualität. Das äußert sich in der Kunst zum Beispiel dadurch, dass die Wirklichkeit wichtiger wird als der Symbolgehalt. Ein typischer Vertreter davon ist Giotto, der Drittordensmitglied war und der die Dreidimensionalität und die Wirklichkeitsorientierung in die Malerei des Westens wieder sehr stark eingeführt hat. Man geht auch davon aus, dass Michelangelo ein Drittordensmitglied war, gesichert ist es nicht. Das heißt aber auch, wenn Gott die Schöpfung gut geschaffen hat, kann ich seine Güte auch an der Harmonie der Naturgesetze ablesen. Das hat dazu geführt, dass sich die Franziskaner auch der Naturwissenschaft zugewandt haben. Roger Bacon ist da ein Beispiel, der hat schon im 13. Jahrhundert eine Art Vortheorie dessen, was später die Urknalltheorie werden sollte, geschaffen. Oder Wilhelm von Ockham, von dem das Ockhamsche Rasiermesser stammt, nämlich die These, dass die einfachste Erklärung wahrscheinlich die richtigste ist. Wenn ich mitfühle mit Christus, dann werde ich versuchen, immer stärker in sein Fühlen und Denken hineinzukommen. Und das hat in der Kunstgeschichte dazu geführt, erstens, dass sich in der Malerei auch die Bezogenheit der Personen geändert hat. Man sieht das sehr gut an zwei Marienbildern, die in San Damiano sind, aber man sieht es auch an den Visionen von Birgitta von Schweden, auch einem Drittordensmitglied, die die Vorlage wurden für sehr viele der Krippendarstellungen, die wir zum Beispiel haben. Der Geist des Herrn wird von Franziskus auch als Geist des Gebetes und der Hingabe bezeichnet. Das könnte man in modernen Worten sagen, die horizontale Ebene und die vertikale Ebene müssen in einem Ausgleich sein. Um den Geist des Herrn zu haben, muss ich den Geist des Gebetes haben. Ich muss mich immer wieder in diese Beziehung hineingeben und ich muss auch immer wieder das, was unter Transzendenzerfahrung ist, wieder pflegen. Heute würde man von Achtsamkeit sprechen. Vom englischen Mindfulness, das heißt, ich versuche die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie ist und sie nicht zu verändern. Das hat auch etwas wieder mit dem Sinne proprio zu tun. Das heißt aber auch, die Arbeit und Leistung und Rückzug und Kontemplation in einem Ausgleich zu haben. Niklaus Kuster spricht von Selbstfürsorge, die Franziskus schon gemacht hat, indem er immer wieder Zeiten des Rückzugs hatte. Franziskus hat sich de facto fast die Hälfte des Jahres in Einsiedeleien aufgehalten, um selber wieder zu empfangen, damit er auch wieder in der Lage ist, weiterzugeben.
Das heißt auch eine Absage an Machbarkeitswahn und diesen Zwang zur Selbstoptimierung, der sich gerade auszubreiten scheint. Denn wenn wir gut erschaffen sind, müssen wir uns nicht selbst optimieren. Das heißt nicht Wachstum, denn wir Menschen sind ein Organismus. Natürlich ist ein Organismus immer nur dann lebendig, wenn er wächst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Wachstum und Selbstoptimierung. Das heißt auch, das Sein vorm Tun zu haben. Wenn wir in dieser Beziehung sind und sich uns aus dieser Beziehung heraus definieren, dass wir die Person vor die Sache stellen, dass wir also personenorientiert sind, vor sachorientiert. Das heißt auch, wenn Gott die Schöpfung gut geschaffen hat, dass er den anderen so gut geschaffen hat wie mich. Das heißt, ich muss ihn nicht verbessern, er ist schon gut. Das ist manchmal eine Herausforderung, denn manchmal hätten wir durchaus beim anderen etwas zu verbessern. Aber wenn ich das wirklich lebe, so wie Franziskus das auch gelebt hat, dann bin ich fähig, eben auch mit ganz Andersdenkenden oder mit ganz Andersfühlenden in Kontakt zu kommen und in Dialog zu treten. Denn ich gehe von dieser Prämisse aus, der andere ist ebenso gut wie ich. Das heißt, wir sind alle auf einer Ebene, weil wir alle gut geschaffen sind. Es gibt einen Satz in den Schriften des Franziskus, der für mich eine ständige Herausforderung darstellt und offensichtlich lange auch eine Herausforderung für die Kopisten war, denn er wurde über Jahrhunderte falsch kopiert. Da steht nämlich an den Brief in einen Minister, also einen Verantwortlichen für eine Region in Italien, wir wissen nicht genau welche, du sollst nicht wollen, dass deine Brüder bessere Christen werden. Wurden über Jahrhunderte übersetzt mit du sollst wollen. Das nicht wurde über Jahrhunderte weggelassen, aber die ursprüngliche Form ist, dass du sollst nicht wollen. Das hat zwei Implikationen. Das eine ist, ich soll den anderen nicht nach meinen Vorstellungen verändern wollen, denn für Franziskus, und hier kommen wir auch mit dem Sine proprio in Berührung, für Franziskus kann man nur jemanden verändern, der einem gehört, oder etwas verändern, das einem gehört. Und der andere gehört mir nicht. Das bedeutet, dass ich den anderen in seiner Einzigartigkeit achte, und das ist die Grundlage dafür, dass ich mit ihm in Dialog treten kann. Raimund Lull, ein Drittordensmitglied aus dem heutigen Mallorca, der auch im 13. Jahrhundert gelebt hat, ist darin so weit gegangen, dass er gesagt hat, wenn ich wirklich mit den Vertretern des Islam in Verbindung treten will, dann muss ich so gut Arabisch können, dass ich mich in seiner Muttersprache mit ihm unterhalten kann. Und ich muss seine Mentalität so gut kennen, dass ich weiß, wie ich mit ihm de facto in Dialog treten kann. Und ich denke, in einer Zeit, in der wir eine Zunahme an Fremdenfeindlichkeit erfahren und eine Zunahme an Ausgrenzungen Personen gegenüber, die anders denken als wir, ist das eine sehr wichtige Grundhaltung. Das Sine proprio bezieht sich, wie gesagt, nicht nur auf materielle Güter, sondern auch auf geistige Güter, auch auf Orte. Das heißt, immer wieder aufzubrechen, immer wieder Neues in Angriff zu nehmen. Das äußerte sich in der Geschichte darin, dass die Franziskaner immer neu in fremde Gegenden aufgebrochen sind. Christoph Kolumbus ist hier ein Beispiel dafür, auch er war Drittordensmitglied, aber auch Giovanni del Piandercarpine, der schon im 13. Jahrhundert bis in die Mongolei vorgedrungen ist. Es bedeutet aber auch, seine Vorstellungen nicht absolut zu setzen, verschiedene Strömungen nebeneinander gelten zu lassen, den anderen in seinen Vorstellungen nicht verändern zu wollen. Das heißt auch wieder, mit ihm in Dialog zu treten, wie wir vorher schon gesagt haben, Gott hat den anderen so gut geschaffen wie ich und seine Ideen können so gut sein wie meine. Das heißt auch, ein immer wieder neugierig sein darauf, wie der andere denkt,
wie der andere fühlt, was der andere für eine Kultur hat. Auch mit solchen in Verbindung zu kommen, die ganz anders denken oder die meinem Denken vielleicht zuwiderlaufen. Wofür brennen wir? Was begeistert uns? Worauf bauen wir? Für wen leben wir? Sind die vier Schlagworte, die vier Fragen, die auf dem Flyer zu dieser Ringvorlesung stehen. Auch auf diese Fragen, wie auf die Frage nach der Spiritualität im Allgemeinen, würden Sie wahrscheinlich in der franziskanischen Familie durch die ganze Geschichte hindurch so viele Antworten, verschiedene Antworten bekommen, wie da Menschen sind. Es ist einer der Charakteristiken der franziskanischen Spiritualität, dass sie eben so unterschiedlich ist. Das ist schon in den Schriften des Franziskus grundgelegt, wenn er sagt, wir seien Sponsi, Anverlobte oder Bräute des Heiligen Geistes. Das heißt, er geht von einer so innigen und zentralen Beziehung mit dem Heiligen Geist aus, dass dieser uns sagen wird, was wir in der je eigenen Situation und mit dem je eigenen Lebensform machen sollen. Selbst das, für wen leben wir, das in einem christlichen Orden eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist nicht immer selbstverständlich, wenn man davon ausgeht, dass die Franziskaner des 19. Jahrhunderts in Frankreich dieses Schlagwort in für Gott und das Gemeinwohl ummünzten. Es gibt aber ein paar Grundbewegungen oder Grundhaltungen, die ich sagen würde, die dann aber jeder in seiner Freiheit und in seiner Kreativität und in seinem Lebensumfeld umsetzt. Und da können die Antworten wieder sehr unterschiedlich sein. Eines ist sicher, wie in jeder christlichen Spiritualität, die Zentralität der Gottesbeziehung. Und Beziehung und Bezogenheit unter dem Stichwort alles ist verbunden, wie wir es in der Laudato Si lesen, würde ich sagen, ist eines der zentralen Themen der franziskanischen Spiritualität, auch heute noch. Dann ein weiteres ist die Universalität. Nicht nur ist der Orden oder ist die Familie über die ganze Welt verstreut und in allen Kulturen gegenwärtig, sondern auch das Denken ist universell. Auch das ist von Anfang an so gewesen. Also Gott in seiner Ganzheit denken. Und auch die Ganzheitlichkeit, würde ich sagen, ist ein weiteres Charakteristikum der franziskanischen Spiritualität. Eben nicht nur in dieser Gott und die Welt zusammendenken, nicht nur in Gott, den Allmächtigen und den ganz Kleinen zusammendenken, sondern auch in globalen Dimensionen denken. Schon sehr früh haben die Franziskaner in globalen Dimensionen gedacht und auch heute denken sie noch in globalen Dimensionen. Dazu gehört auch die Einheit in der Vielfalt. Wenn jeder in seiner Einzigartigkeit Bestand haben kann, dann ist Gemeinschaft möglich. Das heißt, Einzigartigkeit und Bezogenheit müssen in einem Ausgleich sein. Aber eben die Einheit ist nicht Uniformität, sondern Einheit in der Vielfalt und Einheit in der Einzigartigkeit des Einzelnen. Das waren einige kurze Streiflichter. Wirklich nur auch einige kurze Streiflichter, denn in 40 Minuten lässt sich nicht mehr hineinpacken. Und alle die von der franziskanischen Familie her zuschauen, werden merken, dass ganz viel nicht gesagt wurde und vielleicht auch etwas für sie Wesentliches nicht gesagt wurde. Wer das Thema vertiefen möchte, dem seien die Biografien von Nicolas Kuster empfohlen, aber auch eine neu auf Deutsch erschienene Biografie von André Vaucher, die sehr interessant ist, in den lateinischsprachigen Ländern schon lange als Standardwerk gilt und seit kurzem auch auf Deutsch erschienen ist.
Nun bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Herzlichen Dank.